Herzlich willkommen, euren Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Wir haben Mittag und ich habe wunderschön geschlafen. Echt toll. So circa von 19 Uhr bis 3 Uhr. Genau, und dann habe ich noch eine Folge Lucifer angeschaut, weil ich die ja gestern nicht sehen konnte um 0 Uhr. Das ist ja mein Schlafensritual, aber gestern war ich irgendwie so hundemüde. Und ja. Oh, Benjamin ist da. Cool. Das wird ein neuer Bewohner für meinen Feenwald. Für Fairy Bell. Und ja, den besuchen wir gleich auf jeden Fall. Guck mal hier, was hier drauf steht. Carson. Es ist vollbracht. Derlei Schönheit hat die Welt noch nicht gesehen. Als Inspiration diente mir der Vogelfalter. Möge dich meine krude Darstellung insektoider Schönheit bezaubern. Super. Carlson hat uns einen Vogelfalter angefertigt oder irgendwas ähnliches. Ich meine schon. Mega. Platzieren. Oh, der ist doch echt schön. Ja, und solche, die wollte ich dann hier überall so zwischendurch mal platzieren. Weil ich die es eigentlich ganz schön cool finde. Vielleicht können wir die sogar auf irgendeinen Tisch packen. Schauen wir gleich mal. Schauen wir gleich mal. So, heute ist Samstag. Ich muss mal eben wieder Rübenpreis hier abchecken. Oh Gott, wir haben schon. Warte. Gucken gleich. Hallo, hallo. Was sagt der Rübenpreis, Kleiner? Rübenpreis. Okay, ich mach mal ein Foto, weil ich... Wo, ich habe ja eigentlich alles hier. 74 war es, ne? Ich glaube schon. 74. So. Ne, nichts. Danke. Oh, und den Tisch habe ich noch nicht. Den kaufe ich mir mal. Und 11 Uhr, okay. Die haben wir, glaube ich, mittlerweile. Und die Kakteen, die können wir auch mal mitnehmen. Nehme ich. Oh, da gucken wir hier rein. Mal wieder nur Müll. Müll, Müll, Müll. Ich habe gestern wieder zwei Folgen Upload geschaut. Die Serie ist echt cool und auch interessant. Diesmal ging es um eine Beerdigung von einem Toten, der aber auch beiwohnen konnte. Das heißt, der war auch anwesend auf der Beerdigungsfeier. Und ja, war richtig seltsam. Wirklich. So, hallo, Oscar. Orangenschirm. Oh, habe ich das schon? Ich weiß es nicht. Ja, habe ich schon. Okay, 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 okay. Danke, danke. Gleich kommt meine Mutter, deswegen nehme ich noch schnell den Part auf. Die hat nämlich geschrieben, sie kommt erst um 13 Uhr. Das ist für mich persönlich besser. So hatte ich heute Morgen echt noch viel Zeit, alles aufzuräumen und sowas. Vor allem zu spülen, wollte ich gestern machen, aber gestern habe ich nur einen Teil gespült. Oh. Und dann habe ich nochmal Bolognese gemacht und dann war die Küche wieder voll. Ja, so ist das Leben, Leute. So ist das Leben. So, dann besuchen wir mal eben den neuen Bewohner. Indem wir aber auch den Strand abgehen, ne? Das ist ja auch persönlich... Mir persönlich ist das sehr wichtig, dass wir auch... Oh, den Campingbereich, den könnten wir eigentlich auch mal bauen. Vielleicht machen wir das morgen. Heute machen wir ein bisschen den Fluss weiter. Palmlampe. Ach, die habe ich schon. Okay. Und das andere Rezept habe ich auch schon, ne? Ja. Sehr schön. Da freuen sich meine Gäste, die hier auf die Insel mal kommen. Dun, 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 dun. Oh, ich bin nur ein wenig müde, Leute. Achso, wir könnten eigentlich auch auf dem Festplatz gucken, aber ich glaube, da ist eh KK, oder? Ja. KK. Und Mischki. Mischki ist auch da. Da
Das schwarze Brett ist so useless hier geworden. Verstehe ich echt nicht. Oh, hey Moritz, wie geht's dir so? Hab dich lange nicht mehr gesehen. Du meidest mich doch nicht etwa. War nur Spaß, ich find's immer klasse, wenn wir mal reden. Oh ne, ich wollte dich nie meiden, Mischka. Oh mein Gott. Wir plaudern. Wanni, oh, Mannheim. Wäre aber cool, wenn wir nochmal zusammen abhängen könnten. Hallo, der hätte ich doch gar nicht gesehen. Ja, nee, habe ich noch nicht getroffen. Da gehen wir jetzt hin. Zum Neuzugang. Der wohnt nämlich hier in Unbekannt City. Und zwar... Oh, wollte euch pranken, hier nicht. Vielleicht wohnt er in einer Schneiderei, Leute. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich wollte noch vor der Schneiderei noch zwei... Oh, da hätten wir ein Kleid für die... Um das zu platzieren vor der Schneiderei. Das ist natürlich ganz schön cool. Ja, ist gekauft. Und dann vielleicht das auch noch. Gothic Kleid. Ist gekauft. Sehr schön. So, dann gehen wir mal hier reingucken. Schauen, was wir heute haben. Der ist ja hübsch. Ah, Gott, ey. Karierte Dinge haben wir noch nicht. Karo Shorts. Ein Baustellenhelm haben wir bestimmt, oder? Haben wir einen? Ich weiß nicht, ich nehme einen mit. Ich weiß es gerade nicht. So eine Brille. Ja, vielleicht so eine. Schuhe. Ja. Ja gut, können wir mal so nehmen, ne? Sehr schön, so, wir gehen. Ja, hoffentlich bis bald. So, dann können wir hier nämlich... Aber dich platzieren. Und hier können wir dich auch noch platzieren. Hier. Platzieren. So. Na, vielleicht machen wir das noch irgendwie schöner. So, hier wohnt Benjamin. Benjamin, der kleine Elefant. Weiter weiß ich gar nicht. Und zwar ist es ein Reh. Rentier. Hallo. Oh, Moritz, so schnell sieht man sich wieder. Hehe, du hast mich überzeugt, hierher zu ziehen. Und hier bin ich. Neue Insel, neuer Trainingsplan. Und auf dem steht erstmal Sachen auspacken. Bye-bye. Wenn das erledigt ist, lege ich mich richtig intensiv Training los. Machst du mit, Moritz? Oh, ne, das ist ein Sporttyp. Okay, unser Sporttyp ist ja abgehauen. Deswegen passt das eigentlich ganz gut, dass wir ihn jetzt haben. Genau, der war einer von meinen 10 Bewohnern, die ich gerne hätte. Also, nicht er jetzt. Ich habe einen neuen Namen aufgeschrieben und dazu habe ich dann noch ein Rentier, also ein Rentier einfach nur hingeschrieben, weil die Rentiere ja echt eigentlich fast alle zu meinen Feen-Dingsbums passen würden. Und ja, deswegen habe ich den und hier ist die Quelljunge nochmal von 8 bis... 16 Uhr oder 17 Uhr, irgendwie so. Und ja. Genau, das ist unser neuer Bewohner, ne? Der hat nämlich so süße Augen, ey. Und diese Punkte da hinten, die finde ich auch cool. Ja. Sieht ein bisschen feisch aus. Der weiße wäre auch cool gewesen, aber ich habe den jetzt als erstes gesehen. Dann habe ich den auch genommen. So, dann gießen wir noch eben die Blumen hier. Oh, hallo Edde. Oh, du bist ja auch schon wach, Edde. Ist auch ein Frühaufsteher. Achso, wir haben ja schon 11 Uhr. Sorry, vergessen. Hallo. Oh, du bist krank. Ich will plaudern. Was mache ich als nächstes? Je länger ich darüber nachdenke, umso weniger habe ich vom Tag übrig. Natürlich haben wir jemand Neues. Ich war schon da. Ja, bin ich. Ja, die hat keine Lust mehr auf dich, Edde.
Weißt du was, Shiro? Oh, nicht schon wieder das. Nee, leider nicht. Okay, okay, okay. Super. Hätten wir das auch geklärt. Och, Renate. Oh, du sitzt aber schön. Ist das dein Haus? Nee, das ist nicht dein Haus, das ist Lukas Haus. Aber schön, dass du den Garten hier benutzt. Ja, finde ich in Ordnung. Wenn Lukas das nicht macht, dann darfst du es auf jeden Fall machen. So, ihr könnt meint ihr auch einmal gießen. Oh, wir brauchen immer noch da oben unseren T-Rex-Dings. Und hier weiß ich schon gar nicht mehr, was ich hier züchten wollte. Weil ich hier so selten bin. Ja, keine Ahnung, keine Ahnung, ey. So, wir holen uns jetzt erstmal die Fossilien, die uns hier noch fehlen. Und die schwarzen Rosen hier, die wollen auch nicht. Ach, die sind gar nicht schwarz. Dingsi Bumsis. Will ich jetzt keine Fossilien? Was ist das denn hier, Eugen? Bin mal gespannt, wann ich nachher schlafen gehe. Was ist das da eigentlich? Ach, das ist eine Wolke. Ja, die Wolken bewegen sich hier sehr seltsam, finde ich. Ja, okay, in der Realität würden die sich auch nicht so schnell bewegen, aber... Also wenn ich laufe. Guck mal. Da bewegen die sich irgendwie gar nicht. Ja, mal gucken. Oraina ist auch wieder nicht da, oder? Nee. Schade, schade. Rainer ist wohl schüchtern. Glaube ich. Glaube ich, glaube ich, glaube ich. Und ich hätte jetzt mal ganz gern endlich diese Pilzbewohner. Ich bin kurz davor zu sagen, komm, ich reise mal kurz in den Herbst und hole mir die Pilzrezepte. Aber nee, Moritz, du darfst das nicht, ja? Du darfst das einfach nicht. Oh ja, nervt doch nicht mit deiner Stempeljagd. Krieg ich jetzt den Text jeden Tag hier, zugesprochen. Dann fände ich das aber relativ nervig. Dann würde ich einfach sagen, ich platziere die Fossilien alle vorm Haus und rede mit dir erstmal nicht mehr, bis dieses schöne Event vorbei ist. Wie viel haben wir heute eigentlich? Den 23., ne? Wann ist dieses komische Hochzeitsevent? Erst im 1. Juni, ne? Oh, das dauert ja noch 2 Wochen, oder? Eine Woche. Eine Woche dauert das noch, okay. Und dann müsste vielleicht irgendwann nochmal eine Direct kommen, zu Animal Crossing zumindest, für die nächsten Updates oder im Video. Weil dann sind ja diese Sommer-, also diese Events bis im Juni ja dann fertig. Bin ich mal gespannt. Fänd's cool, wenn Gerd dann irgendwann seine Gärtnerei bekommt. Das wäre noch cool. Was würde ich mir noch wünschen? Schwimmen für den Sommer und tauchen wäre richtig cool. Wäre richtig geil. Sonst würde mir gerade nicht so viel einfallen. Oh, dann. Oder wir machen... Wir können schon mal den Weg hier ein bisschen skizzieren. Das können wir tatsächlich machen. Hier, Bau, Insel Designer. Bauarbeiten beginnen. Dadam. Wir nehmen, glaube ich, erstmal eine Trampelfahrt. Eigentlich wollte ich hier hinterm Dingsi hier den Weg machen. Aber, da das irgendwie überhaupt nicht so gut geht. Weil sonst hätte man hier nur noch ein Feld oder so. Oder wir machen es da direkt an die Wand. Hier so. Ja, das könnten wir auch machen. Ist natürlich nur jede Menge Arbeit, um die Blumen dann da zu entfernen. Naja, müssen wir mal gucken. So, hier würde ich sagen, geht's dann hoch. Direkt hier verkackt. Geil, geil, geil. So. Bäume muss ich später wegmachen. Machen wir erstmal hier einen Zweierweg hin.
Kann ich sonst irgendwas erzählen? Ich wüsste gerade nicht was. Wollte eigentlich gestern an das Let's Dance Finale schauen, habe ich aber nicht geschaut. Weil ich halt geschlafen habe. Oh, oh. Oh, ich war echt hundemüde gestern, wirklich. Und habe ich mir ein paar Videos zu diesen High-Let's Play da angeschaut. High-Spiel, das rausgekommen ist. Da muss ich ja persönlich sagen, dass mir das alles überhaupt nicht gefällt. Also ich finde es schon cool, dass man unter Wasser und so her schwimmen kann. Aber die Unterwasserpflanzen, die reagieren, die interagieren nicht mit einem. Das finde ich halt sehr, sehr schade. Tatsächlich. Und das ist auch so eines meiner Mankos, dass ich das Spiel wahrscheinlich nicht kaufen werde. Weil wenn das schon ein Unterwasserspiel teilweise ist, ja, dann erwarte ich auch, dass die Pflanzen dann einen entweder so im Gesicht hängen oder auch Platz machen für den Hai dann zum Beispiel. Und nicht einfach, ja gut, ich schwimme jetzt durch das Gras durch. Und das Gras bewegt sich gar nicht. Kein bisschen. Also ist den Seetang. Richtig. Ja, das hätten sie auch echt ändern können, wirklich. Ich meine, die machen Werbung dafür, dass sie sowas wie GTA sind, ja. Was besser aussieht. Und ja, keine Ahnung. Ist meine Meinung, Leute. Ist meine Meinung. Ihr müsst sie nicht teilen. Ich weiß, die meisten feiern das Spiel. Ich nicht so. Aber ist halt so. Ist halt so. Jeder Mensch ist anders. So, der Fluss geht dann natürlich hier so, so. Dann wird hier angegrenzt. Heißt, kommt die, wollte ich die hier haben? Ich muss mal eben hier gucken. So, geh mal auf Bild. Bild. Muss gucken, wo ich das haben wollte. Ja, okay, hier wollte ich den Übergang dann haben. Genau. So, super. Dann können wir hier nämlich auch runtergehen. So, ein bisschen zu rechts. So. Das nehme ich mal auf. War der Weg da schon? Oh ja, da ist ja schon der Weg. Sehr schön. Sehr schön. Super. Sehr gut. Wie ging es dann weiter? Gucken wir mal kurz. Und dann einfach nur noch zum geheimen Strand. Okay, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, Campingbereich könnten wir vielleicht morgen schon direkt bauen. Hätten wir das nämlich auch. Pilze und so, ne, kommen halt alle später. Bäume könnte ich eigentlich schon mal pflanzen. Damit die wachsen können. Vielleicht machen wir das gleich noch. Wir wollen ein bisschen mittiger noch. Ups. So. So müsste das ja dann passen. Und den Berg, den muss ich da echt noch kleiner machen. Links. Links, links, links. So, oh, hier machen wir auch noch einen. So, perfekt. So, dann käme hier nämlich noch der Fluss hin. Dann gibt es hier einen kleinen Weg. Einen einer Weg. Tatsächlich. Der führt dann hier dann über die Brücke später. Muss man eben ganz kurz hier auf die Karte gucken. Dass so hinhaut, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir sind jetzt da. Ja gut, links dieses
ne, links von mir, die dunkle, also die etwas dunklere grüne Fläche, die kommt nämlich nur weg. Genau, super. Dann passt das sogar echt. Sehr schön, sehr schön. Vielleicht machen wir den Flughafen weg nur eben. Hübscher. Ich überlege nur, ob ich den Trampelpfad beibehalten will oder ob ich einen anderen Boden nehmen soll. Ich finde den eigentlich in Ordnung. Eigentlich finde ich den Stein, weiß ich nicht. Möchte ich schon ein bisschen naturbelassener halten. Und da es hier keine Autos geben soll, finde ich das eigentlich schon hier in Ordnung. So. Aber ich möchte schon mal früher nach rechts gehen. Vielleicht machen wir es hier schon. Da sollen wir echt nach geradeaus gehen. Ich würde mal eben hier den Weg machen. So. Ups. Upsala. Sehr gut. Nee, nicht sehr gut. Bin ja eigentlich kein Fan von geraden Wegen, aber wenn ich die so Dings hier Bumsi machen, dann haben die dann alle solche Kurven im Weg drin und das gefällt mir nicht so. So, dann machen wir hier das hier. Wie? Achso, da liegt ein Ast. Okay. So. An dem Weg hätten wir auch. Dann möchte ich eigentlich, dass wir von hier aus dann runtergehen. Ja, und dann können wir hier ein bisschen schräg werden. So in der Art. Der Baum ist natürlich jetzt noch im Weg. So, hier ist auch ein Ast. Dann müsste der Baum da auch noch weg. Genau, so hätte ich es mir jetzt vorgestellt. So, super. Das hätten wir auch gemacht. Und dann käme hier dann der Weg und dann nach oben. Genau. Ja gut, Leute. Das war's mit einer kleinen Runde Animal Crossing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.